Herzlich willkommen auf meinem Kanal Fälle 21.04.79 Zock. Schön, dass du dabei bist. Wir sind am LS 19 auf der Nordfriesi Marsch. Haben jetzt hier unsere große Seemaschine, die heute zum ersten Mal zum Einsatz kommen wird. Wir wollen heute auf Feld 14 aussehen. Dazu müssen wir mal gucken, was würde sich denn jetzt lohnen. Vom Preis her. Die Sojabohnen aktuell, würde ich schon mal sagen. Da haben wir leider nicht. Dann waren es hier die Sojabohnen. Ja. Dann würde ich sagen, eine Runde Sojabohnen. Die haben wir hier. Dann sehen und düngen. Feld 14. Vorgewinde würde ich zweimal nehmen im Nachgang. Ja, schaffe auch im Nachgang. Wir können ruhig so rumfahren. Feldinsel haben wir nicht. Zeig ich mal, wie wir das machen. Boah, habe ich kein Problem mit. Hier den ersten Wegpunkt zu Sojabohnen haben wir, Fahrer einstellen. Und ansehen. Thomas, da. Der kommt in Feld 14 rein. Bevor der jetzt hier groß rumfährt, werden wir den nochmal schnell abladen. Aber das ist schon ganz gut. Dann müssen wir wieder rumlenken, links und hin und her. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wie sieht es bei uns hier aus? Wo sind hier unsere Route? Ja, mal gerade hier, da. Genau. Am Arbeiten, das sieht doch gut aus. So. Und dadurch haben wir auch direkt die zweite Düngestufe. Wunderbar. Ja, genau, und der hat das große Gewicht dran. Geht's hier einmal rüber. Ich denke mal einmal hoch, einmal runter, da war es schon.
Dann sind wir endlich fertig mit. Ja, wunderbar. Frage, was können wir aktuell machen? So, Felder sind alle gedüngt. Sie wachsen. Wachstum hier noch nicht, das ist noch abgeerntet offiziell. Ja. Ah. Und sind bald fertig. Gute ist ja, wir können dann bald hingehen und können können bald hingehen und können weil sie vorspulen. Weil das geht ja aktuell nicht, wegen der Mission. Da. Ich würde gerne noch mal ein bisschen sauber machen, Wasser verteilen. Mal, dass wir vielleicht noch die Milch verkaufen können. Ein paar Minuten schneller. Schneller laufen lassen. So, ja. Was quasi? Ruf, dass man da das Wasser nicht mehr ablassen kann. Das war ja vorher der Fall gewesen. Weil da hätte man schon mal ein bisschen Milch wegfahren können. Aber das funktioniert aktuell nicht, deswegen nur warten, bis das Wasser hier leer ist. Was? Dann machen wir es anders da. Dann fahren wir mal schnell noch. Letzte Reihe. Also schaffen wir das doch in der Folge. Wunderbar.
Ja, die Mission hatten wir schon ein paar Folgen gehabt, aber lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt gut Kohle. Und das sollte sich ja auch auf die Feldpreise auswirken. Weil das ist ja auch unser Ziel, dass wir das Feld hier uns dann irgendwann jetzt holen. Überlegen könnte, ist, dass wir sich noch mal einen zweiten Flüssigkeitsanhänger holt, dann quasi einen nur für Milch oder so. Kann man jetzt auch überlegen, ob wir das schnell machen. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wir einen fürs Wasser haben, einen für die Milch oder so. Weil wenn das ja so ist, dann ist es ja echt doof, weil vorher konnte man immer die Flüssigkeiten, also das Wasser nochmal auskippen und so weiter. Letzten Meter war jetzt hier gerade. Krass. Dann haben wir es echt geschafft. Können wir hier alles reparieren, wieder in Ordnung bringen, sauber machen und dann können wir ja schon mal hingehen und können alles dann für unsere Ernte einplanen. Noch mal schnell hier die gerade diese Mini-Reihe übernehmen. Hier stand ja nichts mehr. Ja. Machen wir das gerade noch und dann gehen wir hin und laden ab und können den Mais wegbringen. Ich glaube, verkaufen würde ich ihn jetzt komplett, weil ja, einlagern lohnt sich momentan nicht. Da dann der Preis wieder hochgehen oder so. Feld 15 abgeerntet. Und damit haben wir das geschafft. Echt froh. Da haben wir das echt geschafft hier. Ah, waren schon ein paar Folgen gewesen. Aber
Wird sich gleich lohnen. Du wirst sowieso einen guten Geldsegen kriegen, weil die Einnahmen der BGA stehen ja auch noch aus. Und ja, würde ich sagen, machen wir doch das in der Folge noch schnell hoch, so das abschließen können. Der Mond. Können wir dann auch bald ernten? %, nochmal voll. Was hat man hoch? Ich glaube, zweimal waren wir schon oben gewesen. Das Feld hatten wir auch schon mal in Lohnarbeit gemacht, da hatten wir gedüngt. Solche Sachen, dass wir irgendwann mal einen LKW zulegen. Sowieso am überlegen wegen LKW und so weiter und Tiertrailer. Ich habe mir hier den Kuhmod drauf, also von den Tierarten her. Und da war sowieso die Überlegung jetzt gewesen. Und so ein Viehanhänger. Uns zu quasi besorgen und dann wird ja auch ein LKW Sinn machen. Ich denke mal, wir gucken einfach mal, was uns jetzt die Einnahmen quasi bringen von der BGA und hier. Und dann schauen wir einfach mal. Was wir uns da quasi so jetzt alles holen können. So. Ich bin mal da. Ich wird spannend. Jetzt ein paar Minuten länger, um zu gucken, das Ergebnis aus. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen netten Kommentar. Und ja, über Follows würde ich mich sowieso freuen. Dann kippen wir mal. Lohnleistung abgeschlossen. Und jetzt machen wir Gewinn. Siebenundzwanzigtausendsiebenhundert. Jawohl. Das hat sich gelohnt. Wenn wir jetzt hingehen, können wir gerade noch machen. Ja. Abgeschlossen. Und dann haben wir nochmal Geld gekriegt. Nochmal 16.000. 16.
852.000, ja. Und dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt noch aus der BGA kriegen. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt mir einen Kommentar und ein Follow. Würde ich mich echt super freuen. Macht's gut. Tschüss, euer Pille.